Ja, moin Leute, ihr seht es schon, wir sind hier wieder bei einem Online-Rennen. Erstmal willkommen zu GTA 5 Online, so fangen wir an. Ich bin wieder mittendrin hier in Action. Diesmal geht es um ein Motorradrennen und ich weiß es gar nicht. Sind wir vier Spieler, fünf Spieler? Mir egal, ich will den Sieg. Im letzten Rennen, ah, das letzte Video endete glaube ich auch mit dem Rennen, kann das sein? Da war es dieses Limousinenrennen. Und jetzt hier ein Motorradrennen im Schnee. Also super interessant. Ich bin gespannt. Schauen wir uns mal an. Ja, sieht nach vier Spielern aus. Wow. Das war mal ein ganz schlechter Start. Egal. Wir wollen den Sieg. Tja. Ich bin froh, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin froh, dass ihr mich mit unterstützt. Und ja, ich hoffe, ihr habt das ganze Gefeiere hinter euch, vor euch. Silvester, weiß ich gar nicht. Wann kommt diese Folge? Bin ich momentan, wie in den letzten ein, zwei Videos, auch ein bisschen desorientiert, weil ich immer so begrenzt nur Zeit... Oh, das war schwach. Wo fahre ich denn hin? Schnell wieder hoch da. Ah, hat noch so einigermaßen geklappt, hat mich so viel verloren, weil der vor mir ist anscheinend auch von der Strecke abgekommen. So, auf jeden Fall, egal wie, bald ist es geschafft. Oder wie sieht es bei euch aus? Wollt ihr mehr Ferien? Wollt ihr längere Ferien? Mehr Urlaub? Weniger Urlaub? Ja, weniger Urlaub, also da bin ich gespannt, ob das jemand in die Kommentare schreibt. Ah, bei Nacht diese Strecke hier auch noch. Ja, und schreibt mir mal allgemein, wie habt ihr eure Feiertage verbracht, Weihnachten? Was habt ihr Silvester vor, falls diese Folge vor Silvester erscheint? Oh, ich muss mal rechnen, ich weiß es gerade gar nicht. So. Heute ist Heilignacht, also der 25. Ich rechne nebenbei mal. Lasst euch nicht irritieren und genießt das Rennen. Ja, heute müsste dann der 29. sein. Tatsächlich müsste diese Folge noch dieses Jahr entscheiden. Das heißt, Silvester steht noch vor der Tür. Also, wie verbringt ihr Silvester? Und wenn ihr es erst nach Silvester guckt, wie habt ihr Silvester verbracht? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und was anderes, wenn ihr Tipps für mich habt, was ich hier machen soll, was ihr gerne sehen wollt, wie ich schneller aufleveln kann, wie ich besser spielen kann, bitte schreibt es unbedingt in die Kommentare. Habt keine Hemmung. Ich bin da überhaupt nicht beleidigt oder fühle mich angegriffen. Ganz im Gegenteil. Ich nehme sowas immer sehr, sehr gerne dankend entgegen. So, aktuelle Position ist 2. Aber hier ist es auch gerade echt beschissen zu... Oh, ist schon vorbei. Ist schon vorbei, schade. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr Risiko gehen sollen. Hätte ich das gewusst, ja, hier der erste Tipp, da bin ich selber drauf gekommen. Einfach mal auf die Karte gucken. Ha, schade. Aber naja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, tatsächlich, wenn ich nicht aufzeichne und an so Rennen teilnehme, bin ich noch schlechter. Bin ich wirklich noch schlechter. Man mag es sich kaum vorstellen, aber es ist so. So, ich hätte Bock auf so einen richtig schönen Überlebenskampf. Aber ich glaube, das kann ich mit meinem Level noch nicht machen. So, mir hat's gefallen. Level 63 natürlich nicht. Ist das hier nicht sogar ein Überlebenskampf? Wir gehen einfach mal drauf. Bin genug Rennen gefahren, wobei die entscheiden sich wieder für ein Rennen. Die Mehrheit gewinnt und da sollte man sich dann auch anschließen. Oder wie seht ihr das? Ah, ich hätte natürlich auch nochmal Bock auf so einen kleinen Sieg. Es gab keine Einigung. Doch, alles klar. So, ich bin auch nicht mehr der Host. Der Host ist gewechselt. 5 Leute. 3, 5. Tatsächlich ist noch einer dazugekommen. Von Punkt zu Punkt. Klassiker. Eigene Fahrzeuge an. Das finde ich ja so schlecht. Und da muss ich dann auch gleich sagen, bin ich definitiv raus. Denn, ja, das macht einfach keinen Spaß, wenn die da mit ihren übertriebenst aufgetunten Rennkarren ankommen. Da hat man einfach keine Chance, so. Also, da kannst du noch so geil fahren, bockt nicht. So habe ich leider jetzt schon das ein oder andere Mal erlebt, so wo das eingestellt war, dass das im Prinzip erlaubt ist und
Ja, macht mir dann natürlich keinen Spaß, wenn ich so eine Standard vorgewählte Karre nehmen muss. Könnt ihr, glaube ich, verstehen. Von daher tue ich euch hier nochmal ein paar Ladezeiten ein. So, der Ladevorgang ist heute Nacht echt grausam. Ich weiß gar nicht, ob wir das Problem im letzten Video hatten. Kann sein. Ist auch, glaube ich, nicht so dramatisch. Ich quatsche jetzt einfach ein bisschen drüber. Ja, könnt ihr gleich, habe ich gleich den nächsten Punkt. Also Kommentare. Ich will Kommentare. Kommentare. Nein, wie ist das für euch, wenn dann mal so ab und zu so Ladezeiten drin sind, so wie das hier jetzt, wo man so, na, schon mal von einer Minute ausgehen kann, dass es eine Minute dauert. Ist das okay für euch? Wollt ihr das unbedingt rausgeschnitten haben? Schreibt es mal rein, ich bin gespannt. Und denke auch da, dass wir da eine gute Lösung finden werden. So, ansonsten noch mal ein bisschen, ne, wenn ich hier die Zeit gerade habe. Jeder Daumen nach oben hilft mir und Boots so ungeheuer weiter, hier bei YouTube weiter voranzukommen. Ey, wir haben echt irgendwie mega Bock darauf, so weiterzumachen. Und es sind echt mittlerweile schon so eine kleine feste Community genommen, auch wenn sie wirklich, wenn es eine Handvoll ist, die sich echt regelmäßig beteiligen. Aber das bockt einfach zu sehr. Und ja, ich will mehr davon. Das bockt. Und ich habe Bock darauf weiterzumachen und Bock darauf, neue Spiele zu spielen und aufzuzeichnen und was auch immer. Und ich hoffe, ihr habt auch weiterhin Bock dazu. So, und jetzt könnte es dann hier aber langsam mal weitergehen. Also jetzt sind es mittlerweile dann vielleicht auch schon 1,5 bis 2 Minuten. Aber es schneit und schneit immer weiter hier in Los Santos. Vielleicht singe ich noch mal ein Lied für euch. Nein, keine Angst. Keine Angst. Macht den Ton wieder lauter. Ich werde kein Lied singen. So, sind wir jetzt direkt eigentlich im Apartment? Nein, wir sind hier irgendwo im Nirgendwo, wo das letzte Rennen gestartet ist. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ein bisschen was. Bisschen Kohle auf der Tasche. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Von daher machen wir auf jeden Fall noch was in diesem Video. Ich würde sagen, oh, wir sind auf einem ziemlich leeren Server gelandet. Das ist ja nervig. Egal, wir fahren jetzt erstmal hier zum Bankautomaten. Und dann würde ich tatsächlich sagen, machen wir doch hier heute mal so eine kleine Raubrunde. Überfallen ein paar Tanken und sowas. Würde sagen, wir gucken einfach mal, wie viel Geld wir ergaunern können, bis wir von der Polizei erschossen werden. So, das Geld, was wir jetzt haben, zahlen wir schon mal ein. Von daher heißt das Ziel, bis wir erschossen werden. So, jetzt muss ich mal ganz kurz. Oh, nein, das wollte ich natürlich nicht. Sorry. So, jetzt geht er weg. Muss ich doch auf die Karte gucken. Ich dachte, vielleicht kann ich das schnell im GPS eingeben. Laden. Wir sind da. Aber hier vor kommt noch ein Laden. Zack, nehmen wir erstmal den. Alles klar, auf geht's. Bis wir erschossen werden. Ja, also die Serverprobleme heute sind echt ein bisschen nervig, aber so ist das mal. Wahrscheinlich werden auch jetzt irgendwie in dieser Nacht die Chancen genutzt, nochmal ein paar Umstellungen zu machen. Ey, geil, wie das aussieht mit dem Schnee, ey. So fett. So fett. Da liegt der Marienkäfer wieder. Gehen wir mal das kleine Stück hier zu Fuß. An der Tanke sollten wir eigentlich einen geilen Wagen finden.
So, und ich markiere auf der Karte schon mal gleich den nächsten Laden, den wir dann überfallen. Und zwar den hier vorne. Welcome to my store. Ah, warte, ich finde es irgendwie eleganter, wenn wir ihn mit der Panzerfaust bedrohen. Falls wir wirklich schießen sollten, oder er auf uns schießt, wechseln wir auf mal auf eine normale Waffe. So, der braucht mir ehrlich gesagt ein bisschen lange hier. Ja. Nerv nicht rum hier. So. Und nehmen wir uns gleich den Jeep hier. Und dann geht's weiter zum nächsten markierten Punkt. Ups, sorry. Ja, man hört sie die Polizei egal. Bis wir erschossen werden, war das Motto, ne? Denk dran. Verlass mal hier den Highway. So, also bisher ist auch noch keine Polizei auf uns getroffen. Es sieht gut aus, dass wir sie vielleicht sogar abhängen, bis wir im nächsten Laden sind. Sehr schön. Haben wir tatsächlich geschafft. Oh, ein bisschen zu weit. Oh Gott, meine Fahrkünste, ey, sind heute mal wieder besonders prickelnd. So, und hier haben wir einen kleinen Supermarkt gefunden. Ich markiere schon mal das nächste Ziel. So, ich weiß gar nicht, ich hoffe... Nicht, dass er von dem hier gerade kam, aber nein, ich glaube nicht. Das wäre zu kurz. Ah ja, hau ab. So. One more, then I'm going home. What? Please don't kill me. I am about to go home. Okay, okay. I know the drill. Na, natürlich aus der Ego-Perspektive hier. Once a week. 1000. 1009 Dollar. So, gleich weiter. Ah, jetzt sind schon ein paar mehr Polizisten unterwegs. Egal. Bis wir sterben, haben wir gesagt. Also von daher. Auf geht's zum nächsten Laden. So, ich muss hier aussteigen. So, öffne die Karte. Die Kasse. Oha, 4 Sterne. Ich denke, hier aus diesem Laden kommen wir nicht mehr raus. Boah.
Fuck, ey. Da hat dieser blöde Kassierer tatsächlich doch noch auf uns geschossen, ey. Das gibt's doch nicht. Tja, liebe Leute, bis in den Tod haben wir gesagt und das war leider der Tod. Von daher, würde ich sagen, war's das für heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und freue mich natürlich, euch im nächsten Video wieder mit begrüßen zu dürfen. Von daher, bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut, euer Denato. Ciao. Oh, guckt euch mal den an. Der ist irgendwie geistesgestört, von daher nehmen wir den auch noch mit. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.